herzlichen Dank. Ganz kurz noch zur Propaganda. Natürlich ist sie nicht nur an die Russen gerichtet. Der beste Beweis ist die englischsprachige und die spanischsprachige Russia Today. Und im November wird Russia Today 45 neue Sendepunkte eröffnen in allen Staaten der Welt, in 45 Sprachen. Und die Grundlage dieser Propaganda Richtung Westen ist der Anti-Amerikanismus, der eigentlich ziemlich populär ist. In Frankreich, in Deutschland sieht man ihn auch. Herr Platzek zum Beispiel, der hier auch schon oft zitiert wurde, sagte in dem Interview für die Deutsche Welle, dass die Amerikaner jetzt hervorragend verdienen an dem Handel mit Russland, weil es die Sanktionen seitens der EU gibt, was Unsinn ist, denn die amerikanischen Sanktionen sind restriktiver als die EU-Sanktionen, natürlich. Also Russland ist sehr wichtig für die europäische Sicherheit, aber die größte Bedrohung für diese Sicherheit ist die russische Regierung. Das ist gar nicht widersprüchlich. Putin ist eine Gefahr und Putin kann man nicht überzeugen. Er ist jetzt an einem Punkt, wie der alte Ford sagt, da jeder hat ein Auto haben, in jeder Farbe, Hauptsache es ist schwarz. Also das ist genauso mit Russland. Man kann mit Russland reden unter der Bedingung, dass jeder die Interessen Russlands so verstanden auch akzeptiert. Und deshalb ist die Demokratisierung der Nachbarstaaten wichtig. Normale Mechanismen, Bekämpfung der Korruption und Rechtsstaat in Moldawien, Georgien, Ukraine, dann wird das korrupte oligarchische System in Russland auch Niedergang erleben. Und ein demokratisches Russland ist in dem Sinne natürlich ein sehr wichtiges Element der europäischen Sicherheit. Also dreimal Ja zur Zusammenarbeit Polen-Deutschland, sehr wichtig, aber sehr ähnliche Interessen haben auch die baltischen Staaten und Rumänien, das wir hier nicht erwähnt haben. Die haben ja eine Grenze zu Moldawien. Und je stärker die Lobby ist der Staaten, die ähnlich denken, die für eine entschlossene Politik gegenüber Russland sind und gegenüber diesen drei Staaten, über die wir gesprochen haben, desto stärker sind wir und desto leichter wird es sein, die Solidarität der Europäischen Union zu erreichen. Vielen Dank. Auf dieser Liste der Staaten würde ich auch die Slowakei nicht vergessen, denn die Slowakei ist bisher der Staat, der die Ukraine am meisten unterstützt, indem sie Gas direkt liefern. Und die Tschechen, die kürzlich ihren Präsidenten ausgepfiffen haben. Das ist schon ein anderes Thema, aber bitte. Herr Abgeordneter, die sozialen Beziehungen, ich denke, die haben einen Schlüsselcharakter, denn sie funktionieren, egal wie sich die Situation kurzfristig entwickelt im Osten. Aber ich bin der Meinung von Frau Warda, was die NGOs anbelangt, aber wir vergessen das Problem der Universitäten. Das ist eine Schlüsselfrage, wie ich meine, eine neue Elite herauszubilden. Es hat mich gefreut, was Herr Szymielka sagte, die Universität der östlichen Partnerschaft. Es gibt schon eine Resolution des Europäischen Parlaments. Ich konnte das Europäische Parlament davon überzeugen, aber alle meinen, das ist ein zu weitgehendes Projekt. Ich weiß gar nicht, warum. Diese Richtung dient dem Aufbau heute, im Aufbau einer Gruppe, die für die Integration zuständig sein wird in Zukunft, egal was in nächster Zukunft geschieht. Es gibt hier verschiedene Varianten, was die Sicherheitsvarianten anbelangt. Ich verstehe Herrn Professor Malicki so, wie ich es auch vorgeschlagen habe, im Sinne der Forschungsforderung. Wir müssen verschiedene Varianten betrachten. Ein Doktrinalismus, der uns sagt, immer mit Russland, könnte daran scheitern, dass Russland nicht will und wir keine Mittel haben, Russland zur Zusammenarbeit zu zwingen in Sachen Sicherheit. Der Sinn dessen liegt also darin, dass wir uns offen zwischen Polen und Deutschland darüber unterhalten, was eine Schlüsselbedeutung hat. Es kann sein, dass es mit Russland geht, es kann aber sein, dass es eine Zeit lang auch ohne Russland gehen muss. Und wie sieht die europäische Sicherheit ohne Russland aus? Das ist eine Aufgabe für die Politiker oder auch für die Analytiker, um verschiedene Varianten zu sehen und nicht doktrinhaft sich nur auf eine Variante zu stützen. Das ist ein Fehler. Die Frage der Energie hat einen Schlüsselcharakter in Bezug auf die Beziehung zwischen Europa und dem Osten, aber auch innerhalb der Europäischen Union. Ich glaube nicht an eine Energieunion in dem Maße, wie Donald Tusk es angesprochen hat, aber ich glaube an
die Hälfte davon, nämlich die EU-Garantien. Zum Beispiel in Bezug auf ein Verbot für die Mitgliedstaaten und für die Staaten der Energiegemeinschaft vielleicht am besten, in Bezug auf verschiedene Beschränkungen seitens der Gazprom. Das ist nämlich das Wesen der Dinge. Es gibt gewisse Forderungen, die ich nennen könnte in Bezug darauf, was sich in diesen Verträgen nicht wiederfinden darf. Und das beste Mittel gegen die Oligarchen ist der Ausbau des Mittelstandes. Ich glaube nicht an solche Theorien wie von Aslan, dass man mit den Oligarchen so umgehen kann, dass man sie irgendwie zerstören kann. Aber wir können ihr Betätigungsfeld begrenzen. Vielen Dank. Gastgeber, Ministerpräsident, herzlich willkommen. Wir führen unsere Diskussion zu Ende und dann geben wir an Sie weiter. Bitte. Sie sind sozusagen auf den Punkt gekommen, das Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne den Gedanken noch mal von vorne beginnen, nämlich die Frage, was will Putin? Vor 15 Jahren knapp haben wir gefragt, wer ist Putin? Heute wissen wir es ein bisschen genauer. Was will er? Was will er? Will er die Zerstörung des transatlantischen Bündnisses? Möchte er die Zerstörung der Einigkeit der Europäischen Union? Möchte er verhindern, dass sich die ehemaligen Sowjetrepubliken zu Demokratien entwickeln? Alles ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht 100%, aber ein bisschen. Das, was für uns daraus abzuleiten ist, finde ich, wenn wir hier sitzen unter den Experten, Analysten, dass uns so etwas nie nochmal passieren darf, wie passiert ist, dass wir Entwicklungen übersehen. Wir haben da ganz Wesentliches übersehen in den vergangenen Jahren, zum Beispiel den NATO-Gipfel 2008, als Putin einen Teil seiner Ankündigungen schon auf den Tisch gelegt hat. Und wenn ich das als Journalistin sagen darf, wenn Sie Experten das feststellen, schlagen Sie doch bitte so laut Alarm, dass auch wir Journalisten es hören, und dann schlagen wir noch lauter Alarm und dann wissen wir es ein bisschen früher, als wir es jetzt bei diesem letzten Mal gewusst haben. Das, was uns bevorsteht, ist, glaube ich, eine sehr, sehr lange Konfrontation. Die müssen wir aushalten. Die müssen wir aushalten. Das ist überhaupt nicht schön und das macht keinen Spaß, aber wir müssen uns dem stellen. Und ich finde, wir dürfen den Kompass nicht verlieren und das schaffen wir dann schon zusammen. Ja, danke schön, danke schön. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei allen Panelisten hier und auch bei Ihnen für die Fragen und Kommentare. Sie haben gesehen, 2 Stunden sind vergangen in einer Minute. Das ist ein Beweis dafür, dass der Bedarf nach Diskussion im deutsch-polnischen Verhältnis über die Gestaltung der Ostpolitik sehr groß ist. Ich wage hier keine Zusammenfassung der Diskussion. Wir haben einige konkrete Vorschläge. Wir werden uns in der Stiftung überlegen, wie wir das in unsere Arbeit einbinden. Ich danke Ihnen nochmal sehr herzlich und möchte jetzt an meinen Kollegen weitergeben, der jetzt den Abend moderieren wird. Und Ihnen herzlichen Dank. Sie können gerne in der ersten Reihe hier Platz nehmen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich werde natürlich Polnisch sprechen. Es ist ja auch eine polnisch-deutsche Stiftung. Nach dieser Ladung Intellektualismus bei dieser Diskussion könnte man das natürlich auch fortsetzen, aber wir könnten jetzt auch zur organischen Arbeit zurückkehren, zu der Grundlagenarbeit, die sehr wichtig ist, ohne die es die Erfolge gäbe, wenn es sie denn gibt. Wenn wir über die Ostpolitik der EU sprechen, sollten wir vielleicht mit uns anfangen und endlich an eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik denken, denn sowas haben wir in Europa eigentlich nicht. Ich begrüße Sie, Herr Ministerpräsident Brandenburg, und den Koordinator für deutsch-polnische Beziehungen, Herrn Dr. Dietmar Woidke. Natürlich begrüße ich auch Ihre Begleiter. Ich begrüße hier auch nochmal die Preisträger des Deutsch-Polnischen Preises, Herrn Müller und Frau Steinkraus, die
das Schloss Treptnitz betreten hier. Und Herrn Häubner, Herrn Schuster, die internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim Auschwitz hier vertreten. Meine Damen und Herren, um es nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen, aber Herr Professor Majdański hat hier die strategische Dimension unseres Treffens angesprochen. Wir haben natürlich noch ein Abendessen vor uns, deshalb komme ich jetzt zum nächsten Punkt und bitte Sie, Herr Ministerpräsident von Brandenburg, hier das Wort zu ergreifen. Ja, sehr geehrter Herr Mischak, herzlichen Dank für die sehr nette Anmoderation. Sehr geehrter Dr. von Tadden, verehrte Abgeordnete des Sejm, verehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich heute ganz besonders, Sie hier in der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund in Berlin, also sozusagen unsere Auslandsvertretung, begrüßen zu können. Und ich freue mich, dass ich hier in doppelter Funktion stehen kann, als Ministerpräsident und als Beauftragter für die deutsch-polnischen Beziehungen. Und mich freut es deshalb ganz besonders, dass Sie so zahlreich hier heute erschienen sind. Und mich freut auch, dass es heute hier schon, ich habe es schon gehört, sehr angeregte und vielfältige Diskussionen gab. Die wird es auch am morgigen Tag noch geben. Aber ich bitte Sie in meiner ersten Funktion als Ministerpräsident um Nachsicht, dass ich Sie hier auf sozusagen heimatlichen Boden, Brandenburger Boden in Berlin erst so spät begrüße. Wir hatten heute Landtagssitzung. Ich bitte mir das nachzusehen und ich hatte eine Regierungserklärung zu halten und das reicht hoffentlich als Entschuldigungsgrund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen heute hier die Arbeit der Preisträger des Deutsch-Polnischen Preises vorstellen und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlich allen Preisträgern, aber auch allen Nominierten gratulieren. Der Preis wurde bereits zum 19. Mal durch die beiden Staatsregierungen vergeben. Zum Preis und zu den Preisträgern sage ich Ihnen gleich noch mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das diesjährige Deutsch-Polnische Forum fällt in eine Zeit, die sehr viel mit Jubiläen zu tun hat. In den letzten Wochen und Monaten wurde sehr viel in Deutschland, aber auch europaweit an die Zeit vor 25 Jahren erinnert, an die Zeit des Mauerfalls. Und wie kein anderes Ereignis in der europäischen Geschichte steht diese Zeit dafür, dass der menschliche Freiheitswille stärker wiegt als Stacheldraht, stärker wiegt als Beton, stärker wiegt als Überwachung und Unterdrückung. Unsere polnischen Nachbarn haben es uns nicht erst 1989 vorgemacht, aber besonders 1989, als sie, auch das wissen viele Deutsche nicht, den runden Tisch erfunden haben, der gerade in der Zeit des Übergangs nach dem Mauerfall wieder in Deutschland, in Ostdeutschland eine große Rolle gespielt hat. Erfunden worden ist er im Frühjahr des Jahres 89 in Warschau, als es dann darum ging und als ein frei gewählter, nicht ganz frei gewählter Sejm dann den ersten Ministerpräsidenten gewählt hat, der nicht ein kommunistischer Ministerpräsident war, Tadeusz Mazowiecki. Und wir wissen, dass diese Ereignisse im Jahr 89 prägend waren für die Ereignisse im Jahr 89 in Polen, prägend waren für die Monate, die danach kamen. Und ich sage dazu, dass ohne diese Ereignisse in Polen, nicht nur des Jahres 89, sondern schon den Mut, den die Polen in den Jahrzehnten davor bewiesen haben, schon beim ersten
Streik in Danzig im Jahre 1970, der blutig niedergeschlagen worden ist. Weitere Streiks, die dann folgten, das große Streikjahr 1981 eingeschlossen, dass die Polen mit ihrem Mut, ihrer Selbstlosigkeit, aber auch ihrem Freiheitswillen den Weg frei gemacht haben für den Mauerfall. Ohne diesen Mut hätten wir dieses 25-jährige Jubiläum in diesem Jahr nicht feiern können. Es haben die Polen also nicht nur den Umbruch in Polen selbst eingeläutet, sondern sie haben mit ihrem Mut den Umbruch im gesamten Ostblock eingeleitet. Der Umbruch war ein Wunder, auch wenn man heute noch an die Zeit zurückdenkt von vor 25 Jahren. Denn er war ein gewaltiger Umbruch, doch er blieb gewaltfrei, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wenn wir heute auf die weltweit existierenden Krisenherde blicken, wird uns das einmal mehr bewusst. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es bereitet mir große Sorge, dass wir gerade in diesem Jubiläumsjahr miterleben müssen, wie andernorts in Europa Demokratie und Freiheitsrechte in ernster Gefahr sind. Heute wurde bereits hier an dieser Stelle viel über die Situation in der Ukraine gesprochen. Russland hat mit der Besetzung der Krim und den andauernden Kämpfen in der Ostukraine die bestehenden Grenzen in Europa in Frage gestellt. Gerade vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte ist unsere Haltung dazu unmissverständlich und muss unsere Haltung dazu unmissverständlich sein. Ich sage hier ganz klar, wir dürfen nicht zulassen, dass die Friedensordnung in Europa in Gefahr gerät, geschweige denn, dass diese Friedensordnung auseinanderbricht. Das Jahr 1989, meine sehr verehrten Damen und Herren, wurde zum europäischen, aber auch zu einem deutsch-polnischen Schicksalsjahr. Die Versöhnungsmesse vom 12. November 1989 in Kreisau war der symbolische Ausgangspunkt eines Neubeginns zwischen Polen und Deutschland. Aus der Versöhnung ist Verständigung und mittlerweile festes Vertrauen erwachsen. Ich habe es mal etwas anders gesagt. Ich habe mal gesagt, wir waren Waffenbrüder, dann waren wir Nachbarn und heute sind wir Freunde. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Polen hat sich von Anfang an zu einem wiedervereinigten Deutschland bekannt. Auch dieses war ein Bekenntnis, das alles andere als selbstverständlich war, ein Bekenntnis, das relativ früh schon im Jahre 1990 abgegeben worden ist, als andere europäische Länder mit diesem Bekenntnis noch gezögert haben. Und gerade vor der schwierigen deutsch-polnischen Geschichte und vor dem schwierigen Hintergrund dessen, was deutsche Polen im letzten Jahrhundert angetan haben, war dieses alles andere als selbstverständlich. Und wenn wir im nächsten Jahr die deutsche Wiedervereinigung zum 25. Mal feiern können, hat das auch sehr viel mit Polen zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gegenseitige Solidarität sowie gemeinsame Interessen, das ist das stabile Fundament, auf dem unsere Beziehungen ruhen. Heute im Jahr 2014 sind die Bande zwischen Deutschland und Polen so eng wie nie zuvor. Und sie haben ein Niveau erreicht, das man sich vor 10, erst recht nicht vor 15 oder 20 Jahren hätte vorstellen können. Was wir heute haben, ist ein Wunder. Es ist das Wunder der Normalität in den deutsch-polnischen Beziehungen. Aber dieses Wunder, und das muss uns jeden Tag bewusst sein,
ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nicht nur zwischen unseren Unternehmen, Deutschland ist mit großem Abstand der Handelspartner Nummer 1 für Polen, sondern auch zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern ist dieses Wunder täglich neu zu erleben. Besonders sichtbar wird das naturgemäß in den Grenzregionen, hier besonders rund um die Doppelstädte Frankfurt-Oder und Zwubice. Hier lebt grenzüberschreitende Freundschaft. Hier lebt diese grenzüberschreitende Freundschaft tagtäglich und das beginnt schon bei den Kleinsten. Und ich erinnere mich mit großer Freude daran, dass neben der deutsch-polnischen Kita, die es schon einige Jahre in Frankfurt-Oder gibt, ich dieses Jahr eine polnisch-deutsche Kita in Zwubice einweihen konnte. Es war ein sehr, sehr schöner Termin und mich hat es besonders gefreut, weil schon die Kleinsten in einer Kita lernen, was Grenzkompetenz bedeutet, nämlich Offenheit, Respekt und Freude daran, aufeinander zuzugehen und auch voneinander zu lernen. Gleichwohl, meine sehr verehrten Damen und Herren, so groß die Freude über diese schönen Projekte ist, es gibt noch viel zu tun. Unsere Beziehungen sind gut, doch manche Verkehrsverbindung ist es noch nicht, um nur ein Beispiel zu nennen. Und auch bei den Sprachkenntnissen müssen wir noch besser werden. Auch ich persönlich habe mir das ganz fest vorgenommen. Deshalb freut es mich auch sehr, dass es gelungen ist, den Handlungsspielraum des Deutsch-Polnischen Jugendwerks für die Förderung von Jugendbegegnungen auszuweiten. Denn die Jugend ist es, bei der wir ansetzen müssen, um zukünftig noch bessere Beziehungen zueinander zu haben. Der polnischen und der deutschen Jugend gehört die europäische Zukunft. Als Polen-Koordinator der Bundesregierung will ich meinen Beitrag dazu leisten. Wir müssen offene Fragen engagiert und beharrlich weiterverfolgen. Nicht alles wird von heute auf morgen gehen, das war auch in der Vergangenheit nicht so. Aber die vergangenen 25 Jahre haben uns gezeigt, wo gemeinsamer Wille besteht, gibt es auch gemeinsamen Fortschritt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Freundschaft lässt sich nicht von oben verordnen. Sie muss wachsen und sie muss von unten wachsen. Stiftungen, Vereine, engagierte Einzelpersonen, aber auch Schulen und Kommunen haben einen erheblichen Beitrag zur Annäherung zwischen Deutschen und Polen geleistet. Sie sind das Fundament, das unsere Freundschaft im Alltag trägt. Ein wichtiger Akteur, der seit 20 Jahren an diesem Fundament mitwirkt, ist die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Diese Stiftung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein deutsch-polnisches Erfolgsprojekt. Ihre Geschicke werden verlässlich von Polen und Deutschen gemeinsam und erfolgreich geleitet. Auch das heutige deutsch-polnische Forum wird von der Stiftung ausgerichtet. Daher an dieser Stelle nochmal an die Stiftung einen ganz, ganz herzlichen Dank. Nun möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, unsere diesjährigen Laureaten zum Deutsch-Polnischen Preis zu würdigen. Die internationale Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz und das Bildungs- und Begegnungszentrum Schloss Trebnitz. Frank-Walter Steinmeier und Grzegorz Schetina haben die Preisträger heute Nachmittag bereits im Namen der Regierungen beider Länder ausgezeichnet. Als Co-Vorsitzender des Preiskomitees kann ich Ihnen berichten, die Entscheidung fiel einstimmig. Wir waren uns in dem paritätisch besetzten deutsch-polnischen Preiskomitee einig. Beide haben den Preis redlich verdient. Beide ermöglichen seit mehr als 20 Jahren deutsch-polnische Begegnungen von Jugendlichen. Allen Mitgliedern der Jury möchte ich auch im Namen
des Co-Vorsitzenden auf polnischer Seite, Staatssekretär Bartoszewski, sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit danken. Danke sagen, das ist auch die Intention des Deutsch-Polnischen Preises. Der Preis würdigt das herausragende Engagement von Institutionen und Einzelpersonen, die sich für die deutsch-polnische Freundschaft verdient gemacht haben. Und ermutigt andere, dem Beispiel der Preisträger zu folgen. Mut ist ein wichtiges Stichwort und es führt mich damit zum ersten Preisträger. Die Arbeit der internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz macht Mut. Aus einem Ort des Grauens wurde in Auschwitz ein Ort des Gedenkens und des Nachdenkens geschaffen und ein Ort der Demokratielehre im engeren Sinne. Junge Menschen aus Deutschland, Polen und anderen europäischen Ländern erleben dort in Auschwitz ganz konkret, was Freiheit und was europäischer Frieden bedeuten. Hier werden Barrieren überwunden zwischen Kulturen und Sprachen, aber vor allem auch zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Lieber Herr Häubner, ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns sind, um die Stiftung Internationale Jugendbegegnungsstätte vorzustellen. Die europäische Versöhnung hat über Hass und Unterdrückung, Fremdheit und Misstrauen gesiegt. Heute werden Brücken statt Zäune gebaut. Wir wollen, dass es zwischen Deutschland und Polen noch mehr Brücken werden, denn die Schlagbäume sind geöffnet, doch längst sind nicht alle Grenzen aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Hier setzt auch die Arbeit von Schloss Trebnitz an, unserem zweiten Preisträger. Lieber Herr Müller, seien auch Sie herzlich willkommen. Seit vielen Jahren empfinden im Begegnungszentrum Schloss Trebnitz Projekte zur Jugendbeteiligung und Jugendbildung mit deutschen und polnischen Teilnehmern statt. Das heißt, hier entsteht ein Nährboden für grenzüberschreitendes politisches Denken und Handeln. Junge Menschen werden ermutigt, Ja zu sagen und sich einzumischen in Europa. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir heute dringender denn je. Auschwitz und Trebnitz, das sind zwei Orte, die sich selbstverständlich, darüber war sich auch die Jury einig, nicht vergleichen lassen. Als wir in der Jury über diese beiden Preisträger geredet haben, ging es uns ausdrücklich nicht darum, Auschwitz, den Ort millionenfachen Mordes, mit Trebnitz in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen, geschweige denn gleichzusetzen. Worum es uns als Jury vielmehr ging, ist die ebenso engagierte wie professionelle pädagogische Arbeit dieser beiden Begegnungszentren. Beide bringen Jugendliche aus Polen, Deutschland und ganz Europa zusammen. Ihre Arbeit ist ganz klar auf die Zukunft, auf die europäische Zukunft gerichtet. Und an diesem Punkt lassen sich beide Preisträger dann doch irgendwie miteinander vergleichen. Im Namen des Preiskomitees möchte ich beiden Institutionen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sehr, sehr herzlich danken. Ihr Engagement hat unseren größten Respekt und unsere größte Anerkennung verdient. Ich kann Sie nur ermutigen, Ihre wichtige Arbeit auch in Zukunft weiter fortzuführen. Bevor wir jetzt zur Vorstellung der Preisträger kommen, gebe ich das Wort an Herrn Professor Miszak. Ihnen allen einen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Herr Ministerpräsident, Panie Premierze, dziękuję za. Beweis dafür, dass zwischen Deutschland und Polen läuft, meine Damen und Herren. Und jetzt gehen wir weiter auf Polnisch. Und jetzt sprechen wir weiter.
laureatów, da wir hier Preisträger haben, wäre es durchaus begründet, dass wir Ihnen einfach das Wort erteilen. Also bitte ich jetzt zunächst vielleicht Herrn Müller, der das Schloss Trebnitz vertritt, hier zu uns zu sprechen. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Ihre Exzellenzen, liebe Abgeordnete des Bundestages und des polnischen Sejm, vielleicht beginne ich mit einer persönlichen Notiz. Es hat mich gerade sehr überrascht, als Herr Bartoszewski den polnischen Außenminister als Oberschlesier geoutet hat. Das freut mich, dass ich als gebürtiger Oberschlesier aus Ruda Śląska den Preis von einem anderen Oberschlesier überreicht bekommen habe. Das freut mich sehr. Ja, im Namen des Vorstandes, der Ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Schloss Trebnitz bedanke ich mich ganz herzlich für den Preis, für diese ehrenvolle Auszeichnung. Für alle Menschen, die sich seit Jahren, seit jetzt 22 Jahren für Schloss Trebnitz und für die deutsch-polnische Sache einsetzen, ist es eine besondere Auszeichnung. Da bedeutet viel, er bedeutet Dank und Anerkennung für das Geleistete und eine energievolle Motivation für die Zukunft. Nach der Ankündigung über den Erhalt des Preises gab es wirklich Glück darüber im Schloss, und wenn ich in die Gesichter unserer Mitarbeiter und der Vorstandsmitglieder sehe, dann spüre ich dieses Glück immer noch, und dafür danke ich der Jury des Deutsch-Polnischen Preises sehr. Natürlich möchte ich nicht verschweigen, dass dieser Preis auch eine ganze Portion positiven Stress bedeutet, wenn man sich die Liste der Preisträger anguckt und auch unseren Mitpreisträger, dann ist es ein großes Verpflichtungsgefühl, und dieses Verpflichtungsgefühl nehmen wir aber auch gerne an. Denn bei der Konferenz aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse in Kreisau hat Professor Bingen gesagt, die deutsch-polnische Versöhnung ist gelungen, weil die Akteure sehr leidenschaftlich bei der Sache waren. Und leidenschaftlich sind wir in Trebnitz auch, deswegen nehmen wir das an. Und leidenschaftlich sind nicht nur wir in Trebnitz, sondern auch unsere Partner. Deswegen freue ich mich, dass unsere Partner und Unterstützer, Herr Gernot Schmidt, der Landrat von Märkisch-Oderland, dabei ist. Ich habe auch Herrn Kruczkowski eingeladen, den Landrat von Gorzów, der auch immer bei unseren Projekten dabei ist, aber ich weiß nicht, ob die Wahlen in Polen seine Ankunft hier verhindert haben. Er hat gewonnen. Dann muss er jetzt feiern. Ja, und Sie habe ich eingeladen, stellvertretend für die ganzen Partner von Schloss Trebnitz. Wir haben ganz viele Partner, sind Schulen, Universitäten, NGOs. Und da wir hier das Thema Osteuropa hatten, möchte ich mit Freude auch erwähnen, dass die Schule Nummer 7 aus Brest, mit der wir seit 20 Jahren zusammenarbeiten, zu den ganz festen Partnern von Schloss Trebnitz gehört. Schloss Trebnitz ist Kurator der Friedenswälder. Friedenswälder wurden dort gepflanzt, wo im Zweiten Weltkrieg die blutigsten Kämpfe stattgefunden haben, in Selo, in Brest, in Gorzów und kurz vor Moskau. Zu den weiteren Partnern gehören auch die Berlin-Brandenburgische Landjugend oder zum Beispiel die Stiftung Kinder brauchen Musik von Rolf Zukowski. Ich möchte mich aber vor allem bei drei Institutionen bedanken, ohne die ich jetzt hier nicht stehen würde, weil sie nicht nur unser Vorhaben unterstützt haben, sondern uns auch immer inhaltlich begleitet haben. Dazu gehören vor allem das Deutsch-Polnische Jugendwerk. Ich bedanke mich bei den Leitern und bei den Mitarbeitern. Das sind auch vielleicht darf ich jetzt hier ergänzen, nicht als
Leiter von Schloss Treblinka, sondern als Mitglied von der AG Richtlinien vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk, dass mich manche Statements hier ein bisschen überrascht haben, dass man deutsch-polnisch-ukrainische Universitäten gründen will. Ich würde mich freuen, wenn man vielleicht ein polnisch-ukrainisches Jugendwerk gründen würde. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn das Deutsch-Polnische Jugendwerk und der Gedanke der Parität bei der Finanzierung auch weiter diskutiert worden wäre. Als zweite Institution, bei der ich mich bedanken will, ist das Brandenburgische Jugendministerium. Ich sage absichtlich nicht Bildung, sondern Jugendministerium, die uns immer auch sehr begleiten und unterstützen. Und das EU-Programm Erasmus Plus. Ich habe diese Institution erwähnt, weil sie ihr Ermessen, was sie in den Richtlinien haben, dafür nutzen, dass wir nicht nur von Projekt zu Projekt arbeiten, sondern dass es uns gelungen ist, einen roten Faden zu spinnen. Einen roten Faden aus Projekten, die kulturelle, politische Bildung bei Jugend, Jugendlichen und Erwachsenen verbinden, mit dem Ziel, dass die Grenzregion zu einem attraktiven Ort für Deutsche und Polen wird. Und da sind solche Projekte wie die Deutsch-Polnische Schülerfirma oder der Oderland-Jugendrat, wo Jugendliche sich mit wirklich ganz dicken Brettern der Entwicklung der Grenzregion und der demografischen Entwicklung beschäftigt haben. Und dafür danke ich diesen Institutionen. Und aufgrund dieses roten Fadens sind wir jetzt gerade dabei, ein europäisches Zentrum für transnationale Partizipation zu gründen. Da werden gerade solche Projekte wie der Oderland-Jugendrat realisiert, wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse werden in einem Dokumentationszentrum gesammelt und ein Netzwerk wird entstehen. Das klingt ein bisschen abstrakt, vielleicht nenne ich ein konkretes Beispiel von diesem Zentrum, was wir realisieren wollen. Alle kennen die Europaschulen oder auch Schulen ohne Rassismus. Wir wollen mit unserem Zentrum Schulen in der Grenzregion, sogenannte Translimes-Schulen, etablieren, wo Schulen in der Grenzregion die Jugendlichen auf die Grenzregion vorbereiten, damit die Jugendlichen die Chancen nutzen, die diese Grenzregion bietet, sowohl kulturell als auch für die berufliche Zukunft der Jugendlichen. Dass die Schulen die Bildungsschätze, wie wir das nennen, der Grenzregion im Unterricht, bei Projekttagen, auch bei Lehrerfortbildung nutzen. Und wenn das Projekt glückt, dann wollen wir das auch auf andere europäische Grenzregionen übertragen. Und zum Schluss möchte ich noch zwei Aspekte nennen, die bei der Preisträgerauswahl durch die Jury zutage befördert wurden, wodurch sich noch viele andere Menschen mit uns freuen können. Mit der internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim und Schloss Treblinka wurden zwei Orte der außerschulischen Bildung ausgewählt. Und die Jugendbildungsstätten sind in beiden Ländern von der Bildungslandschaft nicht wegzudenken. Gerade im Bereich der internationalen Jugendbegegnung übernehmen sie dort eine maßgebliche und innovative Funktion, werden aber nur allzu oft bei den üblichen Bildungsdebatten übersehen. Daher sehe ich diesen Preis auch als einen Preis für die internationale Jugendarbeit des nonformalen Lernens. Und das Zweite, was ich auch noch in dieser Auswahl sehe, ist ein bisschen ein Kompliment an die Akteure im ländlichen Raum, in der Provinz, der man normalerweise nicht so viel zutraut und schon gar nicht im Osten. Ja, du hast ja leider die Diskussion hier nicht mitgekriegt, deswegen bin ich so ein bisschen politisch anmoderiert worden, aber stand nicht in meinem Text drin, aber dieser Preis gilt für uns als eine Bildungsstätte im ländlichen Raum, die meisten Bildungsstätten sind ja auch im ländlichen Raum, und das finde ich ganz schön, dass es auf der Bundesebene und in Warschau wahrgenommen und anerkannt wurde, und dafür bedanke ich mich nochmal bei der Jury ganz herzlich.
Ich danke auch der Stiftung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, wo wir auch kein Unbekannter sind, aber wir hatten auch nichts dagegen, noch bekannter dort zu werden. Ja, und zum Schluss mein besonderer Dank an das Team, an meine Kollegen. Ich glaube, Schloss Trebnitz hat auch ein großes Glück, dieses Team zu haben. Dankeschön. Vielen Dank. Sie haben sicherlich gemerkt, dass alles leider weiterhin nur sich ums Geld dreht. Das ist sehr wesentlich bei der Unterstützung so hervorragender Projekte, wie die hier dargestellten. Ich möchte nur einen Aspekt unterstreichen, dass Schlesien Schlesien gibt oder ein Schlesier einem Schlesier einen Preis gibt. Das ist kein Hinweis darauf, dass wir hier es irgendwie mit der Korruption zu tun haben. So ist es ganz und gar nicht. Es ist alles so, wie es sein soll. Und Herr Minister Bartoszewski, der der polnische Vorsitzende ist in diesem Gremium, ist Warschauer von Geburt an. Also, meine Damen und Herren, ich bitte jetzt den nächsten Preisträger zu mir, den Preisträger des deutsch-polnischen Preises, Herrn Heuner, der die internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim Auschwitz vertritt. Bitte. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, einen sehr herzlichen Dank für Ihre freundliche Begrüßung. Wenn wir uns schon landsmannschaftlich vorstellen, dann darf ich dem Kaschuben von Tadden als Kaschube herzlich danken. Wir können also bei den Schlesiern noch einen oben draufsetzen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns über Wunder reden. Lassen Sie uns über das Alphabet reden. Vor K, Kreisau, kommt A, Auschwitz. Wir werden davon nicht schweigen können. Und es ist ein Wunder, dass ein Auschwitz-Überlebender, nämlich Professor Bartoszewski, hier sitzt, dessen Weg von daher kommt und dessen Weg da seinen Anfang nimmt. Dasselbe gilt für die große Europäerin Simone Weil, die französische Jüdin, die Auschwitz überlebt hat und die 2004 eindrücklich im Bundestag beschrieben hat, warum die deutsch-französische Einigung und das Streben, das Drängen nach Europa für sie so elementar wichtig sind. Das versuchen wir zu leben in der Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz, die vor der Wende entstanden ist. Auch das ist ein Wunder. In eine damals noch geteilte Welt gesetzt, als ein Fremdkörper. Die Jugendbegegnungsstätte hieß damals das Deutsche Haus in Oświęcim. Sie hat sich langsam an den Ort gewöhnt, der Ort hat sich an sie gewöhnt und heute sind wir Deutsche und Polen gemeinsam, die Botschafter der Geschichte sind, in die Zukunft hinein. Vor allen Dingen ist dies aber ein Haus für die Überlebenden geworden. Eine Gegenwelt, die sie schätzen, die sie lächeln lässt. Eine Gegenwelt, in der sie dem nahe sein können, was sie zerstören sollte und in dem sie eine Hoffnung sehen können. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, sagt Hölderlin. Ob wir das Rettende sind, das sollen die Jugendlichen beurteilen, die uns heute Abend hierher begleitet haben. Die Jugendbegegnungsstätte wird ihren Weg weitergehen, weil die Botschaften dieses Ortes, und das haben Sie, Herr Woidke, sehr klar beschrieben, immerwährende Botschaften sind. Sie erledigen sich nicht. Sie kleben an unseren Schuhen und sie kleben an den Schuhen derer, die nach uns kommen. Wir können heute in Oświęcim gemeinsam über Auschwitz reden, wir können lachen und wir können Zukunft sein. Das werden die Jugendlichen Ihnen nachher präsentieren.
Wir gratulieren Ihnen, Herr Müller, ganz herzlich. Das, was Sie machen, was andere Begegnungsstätten machen, das ist der gelebte Alltag, der so wichtig ist. Gerade in dieser Grenzregion. Dass Menschen sich aneinander gewöhnen. Wir alle, die wir hier sind, sind einen langen Weg zusammengegangen. Ich bin das erste Mal nach Polen gefahren, 1970. Ich möchte zurückdenken und ich möchte eigentlich nicht zurückdenken. Einen langen Weg sind wir gegangen. Und dass wir heute hier sitzen und befreit und vereint aufspielen können, und ich wähle das Wort ganz bewusst, ist ein großes, wunderbares Geschenk. Ich möchte als Pendant Herrn Schuster bitten, als polnischer Direktor, der einen deutschen Namen trägt, noch einige Worte hinzuzufügen. Und dann würden, glaube ich, die Jugendlichen, die schon ganz gespannt sind, das vollenden, bevor das Buffet uns ruft. Alles deutet darauf hin, dass die Worte von Herrn Ministerpräsident Wojtke hier der Leitfaden sein werden in dem, was wir sagen. Denn das Wunder der Normalität zeigt sich in dem, was man im Alltag im Begegnungshaus sieht, was man dort erfahren kann. Das sage ich als jemand, der in Oświęcim, Auschwitz, geboren wurde. Meine Großeltern haben vor dem Krieg in dieser von der Geschichte gezeichneten Stadt gelebt. Und alle, die wie Volker von Terne, Christoph Heubner, Bischof Scharp und andere, alle die, die in den 80er Jahren bereits kamen, das ist eine ganz große Gruppe von Personen, wissen, dass dieses Begegnungshaus die Verwirklichung eines unmöglichen Programms ist. Es ist so entstanden und deshalb bewirkt es so viel bei jungen Menschen. Diese Institution ist deutsch-polnisch von Anfang an eine gemeinsame Aktion der Aktion Sühnezeichen und der Stadt Oświęcim. Die symbolische Lage zwischen der Stadt und dem Lager ist eben so ein Zeichen, ein Symbol der Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft der Gegenwart. Und dass die Jugend hier die pädagogische Konzeption ausmacht, das ist ein Beweis für die visionäre Sichtweise derjenigen, die dieses Haus geschaffen haben. Ich freue mich, dass der deutsche Co-Vorsitzende Herr Nitan hier dabei ist. Der polnische Co-Vorsitzende Herr Joachim Lose konnte nicht kommen. Das ist ein deutsch-polnischer Vorstand. Die stellvertretende Vorsitzende Frau Alicja Bartosz, Frau Doris Grenner sind da. Das ist ein deutsch-polnisches pädagogisches Team. Das sind Freiwillige aus Deutschland, von der Aktion Sühnezeichen vom Internationalen Bund. All das schafft, das, was Herr Heubner gesagt hat, ist eben genau so, das schafft alles ein Haus, das eine besondere Institution war, auch schon vor den politischen Umwälzung. Das war eine deutsche Insel in der Stadt Oświęcim und daraus ist etwas Deutsch-Polnisches entstanden und dann das Europäische Haus mit 6.000 Gästen aus 18 Ländern. Und neben der pädagogischen Konzeption wird sehr viel gemacht für die Entwicklung der Zivilgesellschaft. Und das nicht aus einem Pflichtgefühl heraus oder ja, bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei all denen bedanken, dank denen diese Programme in unserem Begegnungshaus durchgeführt werden können. Das ist das deutsch-polnische Jugendwerk. Ich freue mich, dass Herr Direktor Moras und Herr Direktor Erb hier bei uns sind.
Ein klassisches Beispiel eines Wohlwunders ist, dass wir Programme haben mit allen vier großen deutschen Stiftungen, die in Polen vertreten sind. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, ich glaube, Falk Altenberger ist, glaube ich, hier im Saal. Dann die Friedrich-Ebert-Stiftung, Frau Gazdecka von Rosa Luxemburg. Dann die Heinrich-Böll-Stiftung. Ein genialer Architekt des Hauses, Helmut Morlock, sagte, als er analysierte, mit wem wir zusammenarbeiten, dass das ein Wunder ist, dass Auschwitz früher ja so teilte und heute paradoxerweise verbindet. Er konnte sich das gar nicht vorstellen, dass es eine Institution in Deutschland geben könnte, bei der diese vier politisch so unterschiedlichen Stiftungen sich engagieren könnten. Das spricht auch von einer besonderen, also von einer Besonderheit dieses Ortes. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass das wichtigste Wunder es ist, dass die jungen Menschen jetzt die diesen Ort besuchen, jetzt eine andere Sichtweise haben. Wir haben 7 Gästebücher mit verschiedenen Einträgen. Einige sind oberflächlich, andere provokativ. Es gibt aber einen Satz in vielen stilistischen Versionen, der etwas pathetisch klingt. Ich verlasse diesen Ort anders, als ich war, als ich hierher kam. Sie wissen, dass junge Menschen selten sehr pathetisch sind. Und wenn sie so etwas schreiben und wenn sie das sagen, dann bedeutet das, dass sich in ihnen wirklich was verändert hat, nicht nur in ihrem Blick auf die Geschichte, sondern auch in Bezug auf ihre Interpretation der Gegenwart. Und das ist der Sinn dessen, was wir tun. Wenn wir bedenken, dass wir eng mit der Stadt zusammenarbeiten, Oświęcim, mit dem Marschallamt, dass wir hier die Unterstützung der lokalen Ebene haben, zeugt all das davon, dass dieses Wunder das Ergebnis der Arbeit einer Gruppe von Menschen ist, die alle guten Willens waren. Und bei all diesen Menschen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vielen Dank für das, was gesagt wurde. Ich meine jetzt über den Begegnungsort Auschwitz. In diesem Diskussionspanel haben wir über verschiedene Projekte gesprochen. Vielleicht sollten wir noch ein Projekt initiieren. Wie Sie wissen, werden wir Anfang nächsten Jahres 70 Jahre der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz feiern. Vielleicht sollten wir Polen und Deutsche gemeinsam dies mit einer gemeinsamen Erklärung feiern. Erklärung, die daran erinnert. Meine Damen und Herren, wir möchten jetzt zum künstlerischen Teil übergehen. Und jetzt möchte ich die Jugendlichen hier aufs Podium bitten. Das ist jetzt bereits, sie sind jetzt bereits hier vorgestellt worden. Wo sind die Jugendlichen? Wir sprachen die ganze Zeit über die Jugendlichen. Ja, also kommen Sie bitte. Meine Damen und Herren, eine Gruppe von deutschen und polnischen Auszubildende der Volkswagen AG aus Zwickau und Wolfsburg, polnische Mitarbeiter von Volkswagen Motor Polska aus Polkowice und Berufsschüler aus dem polnischen Chrocjanów. Und Sie beschreiben vor der Maßnahme und nachher. Zwischendurch wird Max in einem kleinen oder Simon in einem kleinen Gespräch mit mir das erklären. Und das ist Bernarda, die das alles übersetzen wird. Laut und deutlich. Was magst du mit den Deutschen, meine Mutter? Pol, hast du ein Rad ab? Originalzitat, mein Opa. Jedziesz do Oświęcimia? Nie możecie się spotkać w jakimś ładniejszym miejscu? Mój ojciec. Du fährst nach Oświęcim? Könnt ihr euch nicht an einem schöneren Ort treffen? Mein Vater. Auschwitz
Das auch noch meine Oma. Najpierw Niemcy zawieźli tam naszego dziadka, a ty będziesz pracował z nimi właśnie tam? Mój brat. Erst haben die Deutschen unseren Opa dorthin geschleppt und jetzt arbeitest du mit denen gerade dort, mein Bruder. Ich kann es nicht mehr hören. Kaum schaltest du irgendwas ein, schon wirst du damit vollgesabbelt. Kollege, Berufsschule. Ach, Niemcy twierdzą tak czy siak, że są lepsi od nas. Moja przyjaciółka Justyna. Die Deutschen meinen doch sowieso, sie sind besser als wir, meine Freundin Justyna. Diese ganzen alten Geschichten, Tante Lisbeth. Nie wystarczy, że z Niemcami pracujesz, to jeszcze z nimi musisz podróżować, mój kolega Piotr z pracy. Es reicht doch, dass du mit Deutschen arbeitest. Musst du auch noch mit denen verreisen, Arbeitskollege Piotr. Irgendwann muss doch endlich mal Schluss sein. Onkel Mario. So, wenn ihr es nicht mehr aufbauen, Obus, mein Bruder. Werdet ihr mit den Deutschen wieder das Lager aufbauen, mein Bruder? Wodka kannst du auch zu Hause saufen, Eddie bei Rewe. Oni o wszystko muszą dbać. Popatrz tylko na ich auta, wujek Mietek. Alles müssen sie pflegen. Guck dir ihre Autos an, Onkel Mietek. Polen? Also ich weiß nicht. Unsere Nachbarin Frau Gärtner. Mają tak dobre drogi, a jeżdżą jak ślimaki, mój tato. Sie haben so gute Straßen, aber sie fahren wie die Schnecken, mein Vater. Polen? Ist das nicht ewig weit weg? Und Herr Gärtner? Mam nadzieję, że tam jest polskie jedzenie. Najlepszą potrawą w Niemczech jest kebab. Mój sąsiad Tadek. Hoffentlich gibt es dort polnisches Essen. Das beste Essen in Deutschland ist der Kebab, mein Nachbar Tadek. Näh dir bloß deine Taschen zu, Opa Passayer, der uns den Garten macht. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Że nie będziemy się nudzić. Niemcy piją tak, jak ich auta spalają benzynę. Bardzo oszczędnie. Hoffentlich werden wir uns nicht langweilen. Die Deutschen trinken so, wie ihre Autos das Benzin verbrennen. Sehr sparsam, Piotrek. Also ich kenne eine Polin, die war ganz nett. Ja, stimmt. Meine Tante wird auch von einer gepflegt. Oni mają przecież sobie głowy do picia. Kolega z pracy Wojtek. Sie vertragen auch nichts und haben gleich schwere Köpfe, Arbeitskollege Wojtek. Bei meinem Onkel arbeitet einer, der hat mal Wurst mitgebracht. Aus Polen. Geil! Można w ogóle tam spotkać ładne Niemki? Kuzyn Grzegorz. Kann man da schöne deutsche Frauen treffen? Kuzyn Grzegorz. Naja, Lewandowski wird nicht umsonst weggegangen sein. Gdyby nie Polacy w ich reprezentacji, nie byliby tak dobrze. Mój chłopak. Wenn sie nicht die Polen in der Nationalmannschaft hätten, wären sie nicht so gut, mein Freund. Die polnischen Frauen sollen spitze sein. Kommt, Leute, lassen wir es auf uns zukommen. Ja, du als Türke hast gut reden. Dich geht das ja eh alles nichts an. Das sehe ich anders. Ich will das auch sehen. Das geht alle an. Obwohl, die aus der vorigen Gruppe fanden es cool. Pass auf, Uno, dich nennen sie gleich Unurski. Oh, jedziecie do Niemiec? Przywieź mi ze sobą jakiegoś Golfa. Sąsiad Bogdan. Fahrt ihr auch nach Deutschland? Du kannst mir einen Golf mitbringen, Nachbar Bogdan. Die haben groß in der Jugendversammlung berichtet. My jesteśmy sąsiadami. Czy historia może się powtórzyć? Babcia Stasia. Wir sind Nachbarn. Kann die Geschichte sich wiederholen, Oma Stasia? Wie wollen wir uns bloß verständigen? Jestem bardzo ciekawy, ale trochę się boję. Jak my się dogadamy, Robert? Ich bin sehr gespannt und habe auch ein bisschen Angst. Wie sollen wir uns bloß verständigen, Robert? Ich kann mir die Namen schon nicht merken. Deswegen kürzt Klose doch schon seinen Vornamen ab. Der heißt Miro, den Rest lässt er weg, kann kein Deutscher was mit anfangen. Spróbuj nauczyć Niemca, żeby powtórzył Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. To się pośmiejecie. Kolega z pracy, Marek.
versucht den Deutschen beizubringen, Grzegorz Brzączuszczykiewicz zu wiederholen. Dann könnt ihr wirklich lachen, Arbeitskollege Marek. Aber die Sprache fetzt. Voll cool. Das zischt und zischt. Echt spitze. Du spinnst doch.